Also willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. So, jetzt müssen wir uns mit Placids Leuten treffen. Wir haben ja da ein bisschen jetzt aufgeräumt und Action gehabt in der Gym, in der Grand Imperial Mall. Soll ich dich zu Placid bringen? Na bitte bringen. Lass wir uns hinbringen, ist ja wurscht. Gehen wir. Also wir müssen hinten sitzen, na fein. Passen wir überhaupt eine mit unseren langen Füßen? Der Chip zu groß. Die haben ja gesagt, sie werden sich an nichts erinnern. Was hast du in der Gym gemacht? Na was? Du solltest den Agenten hacken, nicht Deals machen. Hacken. Mach dir das mit jedem Söldner. In eine Falle schicken. Kulevsa, glaubst du einem Netfascho? Was wollt er? Du sagst es mir, oder ich schlitz dich auf und seh Entente selbst nach. Versuch's doch, du Wichser! Affe, wir müssen runter. Ich kenne Networks Pläne nicht, doch sie sind noch nicht fertig. Du hast Angst vor Agenten? Dann schieß ihm in den Kopf. Wer weiß, was sie in ihn gepflanzt haben, ob sein System verseucht ist. Du wüsstest auch nicht, was bereits drin war, wie viel es wert ist. Doch, hab ihn gescannt. Normale, dreckige Ragnon. Allez, mene mon yonan kawa. Sehen wir uns noch. Komm mit mir. Ich hoffe, dass wir gegen den einmal kämpfen müssen, denn das ist ein Ungustler. Hey, nicht für Attention. Ja, ja. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Du hast etwas für mich. Naja, für dich. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Wenn er funktioniert, bieten wir dir einen guten Preis. Der Chip ist unverkäuflich. Und es bringt nichts, ihn mit Gewalt zu nehmen. Er ist schon jetzt in schlechtem Zustand. Hab keine Menschenseele gefunden, die ihn mir rausholen kann, ohne mir das Hirn zu zerfetzen. Du hast den Diebstahl in Auftrag gegeben. Also musst du was über den Chip wissen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ah, die Puppe. Die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Ernsthaft? Habe ich nicht schon genug für euch getan? Es ist nötig. Um ihn zu entfernen, müssen wir ihn untersuchen. Weil du mit leeren Händen dastehst, wenn du es verbockst. Ich gab dir mein Wort. Wir helfen dir. Ha, hab wohl na, keine cool. Wahl. Nee, war's nicht. Komm. Ja, jetzt sind wir da in der Kapelle, okay. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich? Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Indirekte Beleuchtung ist geil, ha? Huh? Hier lang. Alter Schwede, schaut das genial aus. Mag ich trotzdem nicht, tut mir leid. Wieso wusste Placide nichts über den Biochip? Wer hat ihn in den Scans nicht erkannt? Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placide ist... Yonbet de Bas. Hm. Okay. Schauen wir da nochmal um ein bisschen. Ja, ja, ich schau mir trotzdem um. Du musst noch fünfmal hier lang, sagst
Ja. Wo gehen wir hin? Das siehst du bald. Ich hab einen. Schade. Oh oh, nicht jetzt. Nicht jetzt, bitte. Der Watcher hat den Biochip nicht bemerkt. Seltsam. Hat er dich gescannt? Nein. Wieso? Das hätte es erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Der Magler, oder? Nein. Der Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Jeder Snell brach es nach dem Krieg zusammen. Oh, work. Na? Und? Viré courant. Ha! Alter Schwede. Das schaut ja mal geil aus. Bon. Wir bringen dich in den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Net. Lesbar. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch? Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der ja. Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny? Also gut wie. Du solltest es ihr sagen. Ihr was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Mhm. Das schauen wir uns auch noch an. Was? Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Eins sag ich dir, ist für den Menschen nicht so lustig. Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direktion connected. Connection ist ab. Johnny, du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf, mach was sie sagt. Was willst du von Alt? Was wollt ihr alle von ihr? Nur Alt kann uns sicher über die Blackwall bringen. Kommt der Wandel, wollen wir auf der Gewinnerseite sein. Der Wandel? Als die Blackwall erbaut wurde, dachten alle, das Eis wäre genug und würde die wilden KIs fernhalten. Doch Technologie entwickelt sich weiter. Es steht eine weitere Katastrophe bevor. Sie kommt bald. Ganz sicher. Die Konzerne sehen die Gefahr nicht. Doch wir werden bereit sein. Was genau ist die Blackwall? Ich meine, Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Aber die Blackwall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Würden KIs wie Menschen denken,
wäre sie ein Verräter für sie. Oh, komm schon. Nicht in die Wanne. Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzuprotzen. Ja, ja, da wirst du ja dir alt sehen, gell? Oh, tun wir's. Mon lieber Leon hat den Junkie Leaks. Okay. Was jetzt? Johnny? Wie Barry? Barry Plongy. Okay. Ist nicht das, wo wir gerade waren? Nur in Cyberspace? Ah. Also das sind diese Wächter, die quasi aufpassen, okay? Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins Deepnet. Es ist alles so lebendig, so real. Der Cyberspace ist ständig in Bewegung. Er atmet. Die Schnittstelle passt Ebbe und Flut von Daten an die Kapazität deines Gehirns an. Du bist ein außergewöhnlicher Fall. Also, siehst du etwas anderes, als ich sehe? Ja, der Cyberspace ist immer Trouble. Doppel. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt, um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu Alt. Nur Alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? Der Puff ins Publikum schießen, einer so. Hast du einen Knall? Du bist krank! Was noch? Was kommt noch? Die Konzerne auf die Bühne schleifen! Hilf dich was? Man hört den Leuten nicht vor, ne? Abfackeln! Samurai! Hey! Du bist nicht die Band! Das ist keine Solo-Show! Du weißt genau, warum ich es tue. Nein. Um Arasaka so auf den Sack zu gehen, dass sie dir eine tiefenwirksame Bleidusche verpassen? Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Scheiße. Nichts am Konzert oder an Carrie? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust. Hab's mir anders überlegt. Johnny Boy, bist ja ganz in Wallung. Hm.
Schau zu den Spiegel dafür. Zigarette danach. Du meine Güte. Schade, dass es da schon war. Muss das echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst, aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Hast du es echt auf mich abgesehen heute? Nicht nur heute. Wie kannst du all die Andeutungen nicht wahrnehmen? Echt komisch für einen Künstler. Doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Ja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbstverliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Ah, verstehe. Reparierst deine Männer gerne, hm? Bist nicht die Erste, die es versucht. Ganz ehrlich? Ich habe Besseres zu tun. Wollte dir nur helfen, einzusehen, dass du dich selbst belügst. Und dass es an dir liegt, etwas daran zu ändern. Du hast Angst, du und Carrie. Ihr beide seid Feiglinge. Ich bin der Einzige, der sich traut, was gegen Arasaka zu unternehmen. Und scheiße, das macht dir Angst. Euch allen. Klar, Johnny S., missverstanden von ganz Night City. Das ist es, da liegt das Problem. Ab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte... Kein Wort mehr, okay? Einfach Fresse halten. Zur Abwechslung. Was für ein Hassel. Du weißt einen Scheiß über mich. Das ist alles, was uns verbindet. Sonst nichts. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Komm, ich bring dich heim. Hast keine Boosts mehr, stimmt's? Und, wie lange willst du noch angepisst sein? Letztes. Du raffst es einfach nicht. Lass uns abhauen. Damit jetzt weiter. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Verpisst euch. Aha.
hat da eine kurze Lunte, hä? Lass mich los! Hey, was denkst du? Oh. Nein! Lass mich einfach in Ruhe! Johnny! Lass mich los! Na geil. Die Katze. Haben nicht ziemlich zugerichtet, was? Komm, hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Das war Arasaka, stimmt's? Für dich ist es immer Arasaka. Weil's immer Arasaka ist. Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Also, was willst du? Eine Story? Was Krasses für die Scream Sheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Ja, hoppsa. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Ja, alter Soulkiller. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz
ganz übel. Und damit haben sie Johnny gegrillt mit Soulkiller. Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird Soulkiller einfach ausknipsen. Ich hab's gesehen. Es gibt nicht den geringsten physischen Schaden am Nervensystem oder sonst wo. Keine Geräusche, keine Zuckungen, kein Gestank. Nur Gehirnströme, die urplötzlich stillstehen. Als hätte jemand den Stecker gezogen. Oder die Seele aus dem Körper gerissen. Soulkiller, ne? Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower. Um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Wasche. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Oben sitz. Entspann dich. Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Heute ist dein Glückstag. Oh, danke. Was, um die Kehle zu ölen? Das Übliche. Bitte. Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide werdet nicht mehr... Tja, falsch gehört. Nur was da drinnen. Jetzt nehmen wir. Spiel das auf keinen Fall mit Chu-Chu runter. Wieso nicht? Schon mal probiert? Verficktes Teil! Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und, was ist jetzt? Der alte Trick, der funktioniert immer. Voll clever. Neu hier? Ja, neu. Was läuft in der großen Welt? Hast du was zu sagen? Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Rogue auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Johnny. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Brauch deine Hilfe. Nehmen wir das. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion. Oder was, na jung, der Rogue? Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny?
dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast. Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war. Hör zu, da war was zwischen uns. Aber wir haben jetzt echt keine Zeit für Gefühle. Ich hab's nicht eilig. Neuer Partner? Muss schon sagen, dein legendärer Charme überbewertet. Oder mit dem Alter abgeschlafft. Hast du einen Job für uns, Rockstar? Oder willst du hier nur groß labern? Ich hab einen Job. Mehr nicht. Es dringt. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Mal. Du diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Hat mit Arasaka zu tun. Wenn ihr nicht wollt, verstehe ich das. Du wolltest meine Aufmerksamkeit, jetzt hast du sie. Warst du allerdings auf den Freundschaftsrabatt aus, hast du dir gerade ins eigene Knie geschossen. Hey, Konzerne hart rannehmen. Ihr zwei macht das sonst aus Spaß. Aus Spaß, aber nicht umsonst. Das überlassen wir den Rocker Boys. Das Doppelte eurer üblichen Rate. Dreifache. Und du kommst mit. Denn wenn sie dir nicht traut, tue ich's auch nicht. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny! Hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand. Sie werden uns begleiten. Klar. Lass mich noch austrinken. Hast ja echt einen großen Fehler. Und wir erleiden schwere Verluste! Feuer! Als Kini, im Ernst? Ja, schieß! Hast du diesmal angepisst, John? Ja! Ein Boden! Zeig's ihm! Herr Krug! Wir kontrollieren Leute! Wir haben gewonnen. Wer auch sonst. Los, wir hauen ab! Wenn wir mit denen fertig sind, werden nicht mehr unsere Mutter. Hey! Lass mir auch noch was übrig! Neutralisieren! Reicht mal gefasst! Das ist ja! Sehr gut! Weiter so! Wir müssen hier weg! Und zwar schnell! Schnell auf! Wir werden jetzt erst warm. Wahrscheinlich wird drinnen, ne? Ah, nicht einmal. Fahrstuhl, schnell! Tut mir nicht mal leid. Was ist da aus? Und? Dauert das noch länger? Haben einen Haufen Ärger. Unten werden noch mehr sein. Darauf fertig. Na clever. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Einheiten am Boden! Ah!
ist er mitfahren. Schneller, hauen wir von hier ab. Wir sind direkt hinter dir. War gut. Wir haben jemanden am Arsch. Sag, Andy! Die dürfen uns nicht erwischen! Gib dir Deckung! Gar nicht so übel. Und jetzt? Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Kommst du zurecht? Ich glaube, die haben wir abgeschüttelt. Ich halte an, dann unterhalten wir uns. Machen wir den nächsten Schritt. Never fade away. Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep, wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Noch sind uns keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporter-Team ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson. Kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Er ist außerdem ein komischer Reporter Typ. Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen? Da sorg dich drum, falls wir es rausschaffen. Tom, wir haben nicht viel Zeit. Ich werde da. Mainframe. Wir müssen den Mainframe spielen. Und jetzt konzentrieren. Wir erleiden die Schwere Verluste! Weiter so! Oh. Ich darf kurz einmal reinschauen, ob da was klappert. Moment, ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Beenden wir das. Ich sehe vier auf uns zu. Kommen auf uns zu. Macht euch bereit. In 5 Sekunden sind wir drin. Bereit? Lief ganz gut. Bist ja doch zu was zurückgekommen. Werden angegriffen. Jetzt komm ich. Bist nicht gut. Ja. Reißt euch zusammen. Schießt. Ja. Noch jemand? Nein. Dachte ich mir. Puh.
Zehn fertig sind, wenn ihre Mütter sie wieder erkennen. Schützturm gesichtet. Pass auf den Geschützturm auf! Wir haben gewonnen. Wer auch sonst. Muss hier irgendwo sein. Einfach auf paar Hort stehen bleiben. Lass mich mal. Du Scheißteil! Na, so geht's auch. Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum du ihn dabei hast. 3, 2, 1. Boom! Perfekt. Zurücktreten. Er hat mich angegriffen! Mir ist mal leid. Das ist unglaublich. Du willst spielen? Mit mir? Na los! Übernimm die Position! Bleib gestlichen. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Alt. Alt, komm schon, tu das nicht! Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten die Wahrheit zeigen. Ändert nichts! Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass sie ein Paar wart. Dass sie Soulkiller geschrieben hat. Dass sie tot ist. Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Und wie es da jetzt weitergeht, Leute, erfahren wir in der nächsten Folge. Freut mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn es wieder heißt Cyberpunk 2077. Bis dahin, tschüssi und baba.